Ja, und das ist die Barbara Dennerlein. Barbara, bei dir darf man noch fragen, wie alt du bist. Sag doch, sei so lieb, sag's auch. Ja, ich bin vor ein paar Wochen 19 geworden. Nun, seit wann spielst du schon Orgel? Ich spiele Orgel seit circa 8 Jahren, also ich habe mit 11 angefangen. Wunderbar, wie du da zurückrechnest, weil Mathematik-Leistungskurs gehabt. Ehrlich? Da wirst du ja, ich rutsch doch jedes Mal auf dieses Gerät aus, aber ist das das Stichwort für viel später, respektive der Stichton? Also zu den Füßen können wir später noch. Barbara, wie soll es denn jetzt bei dir weitergehen? Du hast im Sommer dein Abitur gemacht, im letzten Sommer, und wie soll es jetzt weitergehen? Ja, ich möchte jetzt versuchen, Musik als Profi praktisch zu machen, weil es mir unheimlich Spaß macht und es ist eigentlich mehr ideal, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Und studiere nebenbei jetzt Musikwissenschaft und Musikpädagogik in München. Wenn du jetzt schon Auftritte hast, wie funktioniert denn das? Da kommen Leute zu dir und sagen, Barbara, spiel mal bei uns? Oder wo spielst du denn zum Beispiel? Ja, es ist ganz verschieden. Ich spiele sehr oft in kleineren Lokalen, vor allem in Jazzlokalen, und mache aber auch größere Auftritte, wie jetzt zum Beispiel hier. Oder in größeren Hallen eben Konzerte, es ist ganz verschieden. Oder ich habe auf der Funkausstellung gespielt, also spiele auch auf Messen. Toll. Ich spiele ja selber Klavier und habe da manchmal meine liebe Not mit zwei Händen. Aber du spielst ja sozusagen mit allen Vieren. Und das war eigentlich dieses Stichwort. Denn da unten hast du Basstöne. Ja? Und jetzt führ doch mal bitte vor, wie das geht da unten. Weil ich finde, es schaut so gewaltig aus. Und so weiter. Und so weiter. Das war also ein Stück Toccata von Johann Sebastian Bach, nur mit den Füßen. Jetzt kommen also nicht nur die Füße, jetzt kommen auch noch die Hände dazu. Und vor allen Dingen kommt auch noch unser WDR Big Band Orchester mit Werner Müller dazu, Solistin Barbara Dennerlein.